Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Genesis Alpha One. Ja, das letzte Mal haben wir so was von auf die Eier bekommen. Also mehr geht, glaube ich, gar nicht. Da ist tatsächlich die Frage, was machst du jetzt mit so einem Scherbenhaufen? Aber es hilft dir nichts. Also müssen wir halt wieder von vorne anfangen. Und da fangen wir ein bisschen mal mit dem ersten Klon einfach an. Bringt ja nichts. Und jetzt muss ich halt auf den Planet runter. Ich muss so viel Ressourcen farmen wie möglich. Also hier traue ich mich jetzt gar nichts mehr quasi zu machen. Aber hilft ja nichts. Ich höre es immer noch brutzeln. Oh, brutzeln. Das ist jetzt nicht schon wieder. Euer Ernst. Ohne Witz, ey. Ach, guck mal, hier ist doch was kaputt. Im Treibhaus. 55 Schuss. Läuft bei mir. Ah, die gehen aber schnell drauf. Oh nein! Oh mein Gott, ich habe mein eigenes Crewmitglied erschossen. Das war sehr doof. So. Weiß nicht, ob ich hier irgendwo zumachen kann, damit da einfach keiner mehr reinkommt, aber ich vermute es nicht. Im Traktorstrahlraum geht es gerade weiter. Ach, siehst du mal. Ach, die spawnen hier einfach drin. Mhm. Ist klar. Die ziehen sich einfach rein, die Penner. Scheiße. Und damit ist es das gewesen. Spiel vorbei. Oh Leute, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber was willst du machen? Das ist ja der Sinn des Spiels. Also es ist ja ein Roguelite im Prinzip. Es soll ja zu Ende gehen, aber dass das dann doch so schnell kaputt geht, alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn ich das richtig verstehe, kann ich das jetzt direkt am Anfang auswählen. Und ich bin direkt schon von Anfang an etwas besser. Ja gut, die sind halt alle gesperrt, aber die habe ich immerhin schon mal gesehen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir eine neue Mission. Nicht. Ah, die kann ich jetzt noch nicht nehmen, aber die kann ich noch freispielen. Ja, keine Ahnung. Pure Genetics. Klon. Armee bauen wir jetzt einfach auf. Na gut, ich habe eh nur zwei. Ne, drei. Ha. Hier. Dann was nehme ich denn? Erhöht Schaden. Ja, Schaden erhöht ist aber gut. Na gut, das kann man überspringen. Und das kennen wir ja alles schon. Also was ich jetzt aber im Prinzip erstmal mache, wir bauen jetzt erstmal einen Korridor, weil ich möchte, dass das Schiff modular sinnvoll aufgebaut werden kann. Und deswegen fangen wir erstmal hier mit einem schönen langen Korridor an. Wir brauchen auf jeden Fall ein Treibhaus. This is a greenhouse. The concept of cultivating plants on board of our ship is central. Das kommt hier hin. There is no technology known. Dann brauchen wir einen Traktorstrahlraum, ein Lager und ein Crewquartier. For the full time of our endeavor. Crew quarters. Each crew member needs a slot in one of these modules. Ah, du kommst dahin. Da ein Traktorstrahl. Here we research and construct. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks.
Our tractor beam module is a fast way to acquire already. Das kommt hier hin. Materials will be directly. This is the Lager. Production ready. Korridor pappen wir einfach hier hin. Keep an eye on our refined storage capacity. Verdammt. Jetzt ein Stückchen weiter wegbauen sollen, aber naja, jetzt ist auch wurscht. Wir machen auf jeden Fall hier mal einen Korridor rüber. Damit es da auch immer mal eine schöne Verbindung gibt, dass die Leute auch ordentlich laufen können. Wir müssen unser Schiff diesmal ein bisschen sinnvoller bauen. Und dann machen wir einfach direkt hier Lager hin. Passt. Mehr sollen wir gar nicht machen. Tab. Mit Tab geht's los. USS Genesis ist für mich voll in Ordnung. Und jetzt heißt es tatsächlich wieder kleine Brötchen backen. Oh, und wir sind wieder Alfonso. Oh, die haben aber eine schöne Brücke, diese Spezies. Ja, nett. Im netten Sesselchen. Orianisch angehaucht. Erstmal kurz hier rüber gehen. Ich glaube, wir gehen einfach mal direkt ein bisschen scannen. Weil das müssen wir machen. Ich kann ja noch nicht auf den Planeten runter. Was brauche ich denn für einen Hangar? Eisen. Moment. Shit. Na gut. Beamen wir den Shit halt hoch. Ja, es ist Eisen. Süß. Ja, guck mal, da ist aber direkt ein größeres sogar noch dabei. Ein Vieh gehört. Ja, guck mal. Das breitet sich schon hier oben aus, das Kackvieh. Habe ich schon Crewmember? Tatsächlich. Dann können wir gleich mal ein paar Leute hier einstellen. Ich glaube, da sind sogar noch ein paar mehr. Ja, perfekt. Ein paar Leute haben wir doch. Können wir gerade weitermachen. Our tractor beam module is a fast way to acquire already refined materials. Das ist korrekt, aber es geht mir nicht schnell genug. Ach, guck mal. Das ist aber so nervig. Immer wenn quasi oben eins kommt, ist logischerweise unten auch irgendwo eins. Das nervt immer so ein bisschen. Deswegen, ich bleibe jetzt einfach mal kurz hier unten. Da ist schon mal nichts. Und da können wir eigentlich im Prinzip direkt einen Hangar bauen. Nee, immer noch nicht. Scheiße, da brauche ich noch ein paar Eisen. Das zackt so ein bisschen diese Mechanik, dass man so lange auf Ressourcen warten muss und man kann eigentlich nichts tun, damit es schneller geht, außer halt sich an diese behinderte Konsole zu stellen und auf ein Knöpfchen zu drücken. Ich muss ja wirklich nur E gedrückt halten. Das ist so eine Mechanik, die ich nicht verstehe, warum man die macht. So, immer noch nichts. So, das Ding ist leer. Ah, super, Kupfer, habe ich ja viel von. Aber wir nehmen es mit. Ist nix. Oh, meine Freundin kocht gerade wieder. Es riecht sehr lecker.
nicht gut. Nee. Noch nischt. Jetzt kommt auf einmal wieder nichts. Ich glaube, wir fliegen einfach direkt mal weiter. Ich weiß nicht, ob man vielleicht... Ach, guck mal, hier gibt es Schilde. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar Schilder irgendwo anbringen kann. Das wäre nämlich super praktisch. Ich flieg mal hier hin. So, einmal weiter hyperdriven. So. So, natürlich erst wieder scannen. Naja, tickert mal schön auf dem Zeug rum. Siehst du mal, Eisen. Weil wir müssen auf den Planeten runter, weil sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Nix. Und das nächste. Ich frage mich, ob man die Crewmember auch besser machen kann, dass sie besser auf den komischen Terminals rumhacken können. Es dauert halt auch sehr lange, wenn die da was machen. Ich habe sogar das Gefühl, es passiert einfach gar nichts, wenn die da dran machen. So, und jetzt sollten wir danach eigentlich genug Zeug für einen Hangar haben. Das ist korrekt. Hangar bringen wir auf die andere Seite an, damit wir wieder so ein bisschen zumindest ein Gleichgewicht haben. So, und ich würde sagen... Gehen einfach direkt mal auf den Planeten runter. Da ist der Hangar. Ah, guck mal, ich habe keine. Schade. Egal. Wir gehen runter auf den Planeten. Jetzt gucken wir mal, was es da unten so gibt. Ah, guck mal, ich habe keine. Geschütztürme am Anfang mit dieser Spezies. Haben wir nicht. Die war halt nicht für Waffen bekannt, sondern halt für Klon-Technologie, diese Spezies. Hat die wenigstens ja, aber eine Roboterkanone auf dem Dach ist trotzdem drauf. Das haben wir Uran. Was haben wir hier noch? Lithium, das brauchen wir. Und gleich erstmal, was hier noch so los ist. Eisen. Brauchen wir auf jeden Fall am Anfang. Mich hier nur ein bisschen umgucken, nicht, dass ich überfallen werde. Weißt du, es geht halt auch nicht schneller, dieses Zeug abzubauen, als auf der Konsole rumzutickern, damit das Zeug hochgebildet wird. Also so ganz durchdacht ist die Mechanik irgendwie nicht. So just my two cents, wie man so schön sagt. Au. Oh, da sind ja schon ein paar. Aber wenigstens lassen die schöne Genproben fallen. Das finde ich gut. Aber die haben jetzt wieder keine Genproben fallen lassen. Finde ich nicht gut. Ja, das ist auch nur Uran. Uran brauche ich, glaube ich, aber nicht. Noch nicht. Ja, ich weiß, ihr kommt.
Sehr verstanden. Aber ich glaube, das ist das Schiff eh voll. Richtig. Und die nehmen wir jetzt noch kurz mit. Bringt nix. Keine Pröbchen mehr. Nur noch Biomasse. Dann können wir auch weg. Oh, vielleicht kommt noch was Interessantes rein. Nee. Nüscht. Außer Munition verschwendet. So. Ein Depotraum erforderlich. Das war klar, das habe ich vergessen. Wir brauchen ein Depot und dafür brauche ich Eisen. Yeah. So, dann muss ich mal kurz hier nochmal mithelfen, damit das alles ein Stück schneller geht. So, das passt. Wir brauchen ein Depot. Depot packen wir einfach direkt hier dran. Raw materials from the hangar will be moved here by carrier robots. Make sure. Muss ja hoffentlich nicht direkt da gleich dran. Wir hören Vieh. Ah, das sind Eier. Okay, da muss ich aufpassen. Dass sie sich hier nicht einnisten. Wenn die nicht so prickelnd. Ah, doch. Praktisch, die sieht man ziemlich gut. Weil eine Taschenlampe habe ich nicht. Ich würde schon sagen, ey, bleibst noch schön weg. Die komischen Würmchen. Auch schnellstmöglich eine Autokanone. Auch geil, weißt du, hier liegen Eier rum und das interessiert die einfach mal einen Scheißdreck. So, kurz mithelfen. Was brauche ich für eine Werkstatt? Weil das sollte auf jeden Fall das nächste sein. Auch wieder letztendlich nur Eisen. Aber eine Raffinerie brauche ich dann auch noch. Da geht es dann eigentlich erst richtig los. Aber wenn man das halt so das erste Mal gemacht hat, so beim nächsten Mal, dann weißt du halt immer sofort, was da brauchst. So, ist das jetzt alles schon entladen? Ja, als brauche ich noch. Und der Schrotthaufen gibt sogar noch eins her. Perfekt. Nee, muss erst hochgewühlt werden, tatsächlich. So. Jetzt sollte es da sein, genau, Werkstatt. Die packen wir die hin. Oh, erstmal noch kurz einen weiteren, was den Zugang. Zugang zu den Servicetunneln des Schiffs. Ja, das brauche ich jetzt noch nicht. Also erstmal machen wir hier mal eine Verbindung. Ne? Und dann packen wir hier mal die Werkstatt hier an so eine Ecke dran. Hier würde ich dann gerne die Raffinerie hinpacken. Ich hoffe, das passt vom Platz. Wenn nicht, muss ich das nämlich alles nochmal rausreißen. Was brauche ich für die Raffinerie? Oh, was ein Zufall. Eisen. Dann hoffen wir, dass es hier Eisen gibt. Ja, perfekt. Alter, ich glaube, beim ersten Mal haben wir 5 Folgen gebraucht. Bis wir die wichtigsten
Bauteile für unser Schiff zusammen hatten. Jetzt ungefähr 20 Minuten. Aber ich glaube, da mache ich beim nächsten Mal weiter. Deswegen bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.